Achtung, in diesem Let's Play könnten verstörende Inhalte vorkommen und ihr könntet eventuell auch gespoilert werden. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Persona 3 Reload. Wir stehen hier am Anfang des Schulgebäudes und wir müssen als nächstes das Gebäude verlassen. Es ist jetzt nach der Schule. Der erste Schultag ist eigentlich ganz gut gelaufen, war relativ unspannend. Wir können hier auch sprinten, habe ich gerade gesehen. Also ich muss hier nicht immer nur den Editorial Model Walk eigentlich machen. Junpei begleitet uns, den haben wir das letzte Mal kennengelernt. Der ist auch in unserer Klasse, ein ziemlich lockerer, cooler Dude. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal raus. Bereit, von hier zu verschwinden? Ja. Cool, gehen wir. Irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl gerade. Jetzt würde irgendwas passieren. Check out the jocks on their run. Say, you thinking about joining a club? Oh, wait. New members gotta wait a while before they can apply. Your stop said he would toe dye, right? Yeah. Arms, man. Must be nice. Talk about living life wild and free. Naja, so wirklich alle Freiheiten der Welt hat man jetzt nicht. Oh, ich liebe die Persona-Lieder. Well, das Soundtrack I'm going ist this gut. way, so see you tomorrow. Bis morgen, Junpei. Okay, wir sind wieder am Bahnhof. Da sind wir ja gestern auch lang gegangen. Jetzt sieht es aber ganz anders heute aus, ne? Okay. Wir können. Das war jetzt eigentlich eher nur ein Versuch. Der Stadtplan. Nutze den Stadtplan, um dir einen Überblick über deine Umgebung zu verschaffen und von einem Ort zum anderen zu reisen. Besuche möglichst viele Orte in der Stadt. Sie werden dann zur Karte hinzugefügt. Okay, also Eva to Die Station, Einkaufsstraße, das Wohnheim, Port Island Station und die Gekkoukan High School sind bisher auf der Map drauf. Und das sieht ja richtig mega cool aus. Also es gefällt mir richtig, richtig gut gerade. Wir bleiben aber jetzt da, wo wir sind. Also hier ist nichts mehr von den komischen Spuren zu sehen. Hey. Alle sind so aufgeregt, weil die Schule wieder losgeht. Mir ist das ja egal. In letzter Zeit gab es viele komische Nachrichten. Ich habe hier sogar gerade einen Polizisten gesehen. Naja, bei dem, was sich gestern Abend hier abgespielt hat, würde mich das jetzt gerade nicht wundern. Der Verkaufsautomat. Da gibt es Getränke, von denen habe ich noch nie gehört. Die sollte ich bei Gelegenheit mal ausprobieren. Okay, ich kann aber noch nichts ziehen. Der Aufzug führt nach oben zu den Bahnsteigsperren der Eva to Die Station. Ich sollte lieber die Treppe nach oben nehmen. Okay, hier ist überall ja Baustelle. Da oben ist eine Katze. Wir haben einen Anruf aus dem Bereich erhalten. Ist alles in Ordnung? Nicht das schon wieder. Das ist doch schon wieder das Syndrom, von dem die Nachrichten ständig berichten. Okay. Ein Syndrom, von dem die Nachrichten berichten. Okay. Oh, das neue Schultrimester hat wohl begonnen. Ich habe mich schon gefragt, warum so viele Schüler unterwegs sind. Die Welt ist heutzutage ein sehr komischer Ort. Die Kinder sollten sich besser gut auf die Zukunft vorbereiten.
Okay. Okay, das ist die Einkaufsstraße. Okay, hier ist nichts mehr. Dann gucken wir mal weiter. Mein Freund hat eine Katze, die ist so süß. Ich darf aber keine haben. Also sehe ich mir immer gerne streunenden Katzen an. Wild Duck Burger. Der Mystery Burger ist wohl ein beliebtes Gericht. Ich sollte ihn mal ausprobieren. Okay, ich kann aber nicht reingehen. Gut. Oh, gehst du hier in der Gegend zur Schule? Dann kannst du dich auf erstklassiges Sushi freuen. Ich bereite es hier zu. Komm doch mal vorbei. Oh, aber unser Laden wird gerade noch renoviert. Sorry. Wir sind ein Antiquariat, kein Sushi-Restaurant. Tut mir leid, erst ein kleiner Kauz. Okay. Hier gibt es so viele tolle Läden. Da muss ich einfach immer wieder vorbeischauen. Oh, ich arbeite hier gerade. Ich faulenze ganz sicher nicht. Naja, alles gut. Hier geht's auch nur woanders hin. Okay, ich kann endlich hier oben hin. Dann gucke ich mir das hier mal richtig an, was hier so abgeht. Wakatsu Kitchen. Das Wakatsu Restaurant. Sieht aus wie ein schlichtes Restaurant mit Speisen zu erschwinglichen Preisen. Sieht gesund aus. Ich sollte das bei Gelegenheit mal probieren. Okay, wir haben hier sehr, sehr viele Essensgelegenheiten. Alter, bin ich voll. Vielleicht sollte ich ein paar Runden laufen. Ich frage mich, ob dieses Jahr noch jemand antritt. Ein Rivale, der mich anheizt. Okay. Hm, wer bist du? Wir scheinen auf dieselbe Schule zu gehen. Sorry, aber ich überlege gerade, was ich essen soll. Soll ich Ramen mit Schweinefleisch und Reis nehmen? Oder eine große Hagakure Bowl. Atsuki Arai. Atsuki Arai Süßkram. Das ist offenbar ein Süßwarenladen. Aus der Tür strömt ein verlockend süßer Duft. Okay, ich kann da leider nicht rein. Schweinefleischrahmen mit Shoyu-Brühe scheint sehr beliebt zu sein. Das riecht sehr lecker. Vielleicht probiere ich das mal aus. Okay, es geht noch weiter hoch. Netcafé. Mangastar Netcafé. Hier kannst du nicht nur Mangas lesen, sondern auch Computersoftware kaufen. Ich sollte mir das mal näher ansehen. Das ist ein Verkaufsautomat. Da gibt es Getränke, von denen habe ich noch nie gehört, okay. Umiyoshi Gyudon. Das herzhafte Aroma des Gyudon liegt in der Luft. Drin scheint es apfelvoll zu sein. Okay. Ah, da unten ist noch jemand, mit dem wir reden können. Ach, der Takoyaki-Laden hat auf. Warum auch immer das Takoyaki-Vieh eine Pistole in der Hand hat. Und ein Cocktail. Oder sieht das nur aus wie eine Pistole, aber gehört eigentlich zum Kanji. Naja. Ich hab Lust auf Takoyaki. Wie? Wer bist du? Ich darf nicht mit Fremden reden, sorry. Alles klar, Mädchen. Alles gut. Oktopia. Hey da. Ich habe dich hier ja auch noch nicht gesehen. Unsere Takoyaki sind ein wahrer Gaumenschmaus. Du wirst ohne nachzudenken um einen Nachschlag betteln. So verkauft man auf jeden Fall seine Ware. So, auf zum Wohnheim. Oh.
Okay, das haben wir uns das letzte Mal auch noch nicht angucken können. Weil direkt die Cutscene kam, okay. Diese Uniform, du bist bestimmt ein Schüler an der Gekkokan High. Schön, lebst du in diesem Wohnheim? Sieht aus, als hätte die Gekkokan High eine harte Zeit hinter sich. Aber jetzt sieht sie so prächtig aus. Ach, beachte mich nicht. Viel Spaß mit dem neuen Semester im Frühling. Vielen Dank. In Iwatodais Einkaufsstraße gibt es allerlei Geschäfte. Wenn du Appetit auf was Leckeres hast, dann schau mal bei Wakatsu vorbei. Und dann ist da Hagakure, die berühmte Ramenbar. Hier findest du auch Süßwaren, Burger und... Entschuldige, ich rede nur vom Essen, was? Schätz mal, es ist Zeit für eine Mahlzeit. Nur ein Scherz. Soll ich zurück zum Wohnheim gehen? Yes. Oh, es ist direkt Abend geworden. Wie war dein erster Tag in der Schule? Nicht übel. Yes. Verstehe. Falls du Fragen hast, kannst du dich jederzeit an deine Klassenkameraden wenden. Tut mir leid, ich wollte dich nicht aufhalten. Du hattest sicher einen langen Tag. Ruh dich etwas aus. Auf gar keinen Fall. Ich gucke mir hier erstmal das Wohnheim an. Es ist gefährlich, nachts alleine rauszugehen. Bitte verzichte darauf. Außerdem musst du nach diesem Tag erschöpft sein. Du solltest dir eine gute Mütze Schlaf holen. Oh, welcome back. Oh, hi, was machst du? Es ist nichts, ich sehe mich nur um. Nicht viel, was ist mit dir? Ich sehe mich nur um. Naja, hier gibt es nicht viel zu sehen. Du bist nach deinem ersten Tag sicher ziemlich erschöpft, was? Vielleicht solltest du heute mal früh ins Bett gehen. Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass mich alle irgendwie ins Bett stecken wollen, weil da irgendwas Komisches abgeht? Hintereingang, ich sollte lieber den Vordereingang nutzen, um nach draußen zu gelangen. Okay. Oh, hier ist eine Küche. Die Küche ist geräumig und praktisch eingerichtet, aber wir können sie wohl noch nicht nutzen. Ah, noch nicht. Das heißt, irgendwann bestimmt schon. Hier ist noch eine Bar. Das Damen-WC und das Herren-WC. Nee, ich muss nicht nochmal pipi. Anschlagbrett. Hier stehen verschiedene Pläne und Kontaktdaten. Neben den Arbeitsblättern und Zeitungsabschnitten gibt es auch handgeschriebene Schilder. Lasst keine persönlichen Sachen in der Lounge zurück. Nachts bitte keinen Lärm machen. Das sind wohl die Wohnheimregeln. Sieht wie ein Lagerraum aus. Darin sind wahrscheinlich Gerätschaften für das Wohnheim. Auf dem Schreibtisch steht ein Computer. Kommt der jemandem gehört? Okay, hier ist auch nochmal ein Verkaufsautomat. Freier Raum, freier Raum, freier Raum. Sanadas Zimmer. Auf dem Namensschild steht Sanada. Da ist jemand drin. Soll ich ein Gespräch anfangen? Hm? Ist das Mitsuru? Bin jetzt beschäftigt. Könntest du bitte später wiederkommen? Entschuldigung. Das ist mein Zimmer, genau. Gucke ich mal weiter. Mitsurus Zimmer.
Auf dem Namensschild steht Kirijo. Mitsuru ist wohl nicht in ihrem Zimmer. Ja, die saß ja unten. Freier Raum. Freier Raum. Yukaris Zimmer. Auf dem Namensschild steht Takeba. Yukari ist wohl nicht in ihrem Zimmer. Nee, die war ja unten. Scheint jetzt hier auch nicht so voll zu sein. Große Tür. Okay, da gucke ich gleich mal. Hier ist nochmal ein Klo. Es geht noch weiter hoch auf eine Terrasse. Auf der Tür prangt eine Notiz. Nicht öffnen, falls geöffnet, schließen. Ja, wir dürfen hier nicht drauf. Was ist hier? Die Tür ist fest verschlossen. Was befindet sich in dem Raum? Weiß auch niemand so genau. Okay. Was muss ich eigentlich machen? Wahrscheinlich in mein Zimmer gehen, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Okay, keine Lust auf Fernsehen. Er ist erschöpft. Dann gehen wir mal ins Bett. I'm going out for a bit. Okay. Hm? Have you seen the newspapers lately? There's a lot going on. Den haben wir eben auch vor dem Schultor gesehen. I know. Severe cases of apathy syndrome are suddenly developing in people who showed no symptoms prior. It's been quite a topic of discussion. They say it's due to stress, but... Yeah, right. It's gotta be them. Okay. Otherwise, it's not worth my time. You have a one-track mind. Will you be okay out there on your own? Don't worry. I'm just getting a little practice. This isn't a game, Akihiko. Okay, ich frag mich wirklich, was hier abgeht. Über die Leute reden. Have you heard? Hey, hast du das Gerücht auch gehört? Über, was war das noch gleich? Das Klo? Hold up. Das ist Schnee von gestern. Außerdem ist es nur eine Geistergeschichte, kein Gerücht. Du redest von dem einen Mädchen, oder? Aus dem zweiten Jahr. Die kommt nicht mehr zur Schule und sitzt den ganzen Tag nur da und starrt die Wand an. Wenn ihre Mutter versucht, mit ihr zu reden, sagt sie immer nur, bald ist es soweit. Bald ist es soweit. What? Geht die Geschichte wirklich so? Naja, egal. Ist wahrscheinlich sowieso ausgedacht. In der Schule machen beunruhigende Gerüchte die Runde. Die erste Glocke hat geläutet. Schlagt eure Lehrbücher auf. Wir werfen einen Blick auf den ersten Roman von Senzu Kasai. Ah, warum der? In letzter Zeit interessieren mich die Arbeiten von Tota Kaneko viel mehr. Seine Essays sind fantastisch und er ist berühmt für seine Haikus. Wieso ist der denn nicht im Lehrbuch? Naja, dann bringe ich sein Buch einfach nächstes Mal mit.
Wo wir schon bei Haikus sind, darin werden oft Wörter oder Aussagen zu den Jahreszeiten verwendet, aber oft teils verwirrender Art. Zum Beispiel denkt ihr sicher, saftige Bambussprossen und lebhafte Karpfenwimpel symbolisieren den Frühling, oder? Aber tatsächlich stehen sie mit dem Sommer in Verbindung. Haiku-Dichter beziehen sich bei den Jahreszeiten auf den Mondkalender, was es sehr kompliziert macht. Eine Anspielung auf den Mond, okay. Hey! Hey, Yuri, hörst du mir zu? Hier ist eine Frage für dich. Welcher der Sätze symbolisiert den Sommer? Ein Blumenregen, mystische Luftspiegelung oder lebhafter Karpfenwimpel? Marco Tobst, hast du zugehört? Hilf einem Kumpel aus der Patsche. Sozialwerte. Einige Aktionen in deinem alltäglichen Leben benötigen einen der folgenden Werte. Wissen, Charme und Mut. Du kannst deine Sozialwerte durch verschiedene Aktivitäten in der Stadt sowie durch richtige beantwortete Fragen im Unterricht erhöhen. Halte die Augen nach Aktivitäten offen, die dir helfen können, diese Skills zu verbessern. Welcher Satz symbolisiert den Sommer? Lebhafte Karpfenwimpel. Exactly. Jupp. Ganz richtig. Du hast tatsächlich zugehört. Also am Rande. Mystische Luftspiegelung und ein Blumenregen stehen für den Frühling. Luftspiegelungen sind natürliche Erscheinungen, die vor allem von Ende März bis Anfang Juni auftreten. Der Blumenregen bezieht sich auf die Blütenfülle zur Zeit der Kirschblüte. Es regnet nicht wirklich Blumen. Merkt euch das gut. Unser nächstes Thema ist... Weißt du doch? Du weißt doch, wie gut ich aufpassen kann. You're a lifesaver. Mann, du hast mir echt den Allerwertesten gerettet, Makoto. Yuki-kun. Yuki-kun hat es ihm gerade vorgesagt. Er passt echt immer auf. Ich höre das Flüstern meiner Klassenkameraden. Meine Beliebtheit ist leicht gestiegen. Oh, ich habe ein bisschen an Charme gewonnen. Okay, hier sind es 3 Gebiete, die wir ausmaximieren oder verstärken können an Sozialwerten. Ich kenne es noch von anderen Persona-Spielen, da waren es, ich glaube, 4 oder 5. Aber 3 würde ja jetzt zu Persona 3 passen. Alles klar. Der Unterricht ist für heute vorbei. Ich sollte zurück zum Wohnheim gehen. In der Einkaufsstraße von Iwatsuda ist nachmittags jede Menge los. Okay, es ist Abend. Oh, he's back. So, this is our new guest. Hello. Good evening. My name is Shuji Ikutsuki. I'm the chairman of the board for your school. Ah, okay. Hello. Ikutsuki. Hard to say, isn't it? Na, es geht eigentlich, Ikutsuki. That's why I don't like introducing myself. Even I get tongue-tied sometimes. Okay. Please, have a seat. Irgendwie finde ich den leicht creepy mit seiner Ich-bin-ach-so-nett-Art. Aber das ist einfach so mein, ich glaube, mein Grundmisstrauen. I apologize for the confusion regarding your accommodations. But it may take a bit longer before you receive the proper room assignment.
Ah, okay, das ist noch gar nicht mein richtiges Zimmer. Das habe ich irgendwie noch nicht so richtig gecheckt. Is there anything you'd like to ask? Ich habe so viele Fragen. Was machst du hier? Wer wohnt hier sonst noch? Letzte Nacht sah ich etwas. Nein, habe ich nicht. To welcome you, of course. You don't mind, do you? Kommt drauf an. Speaking of which, Takeba-kun, have you seen Kirijo-kun by any chance? She's upstairs. Okay, ich dachte immer, die Anrede Kun wäre nur auf, ich sag mal, männliche Bürger zugeschnitten, aber ich glaube, ich werde jetzt hier eines Besseren belehrt. As diligent as always. But it couldn't hurt to come down and say hello. Is there anything else? Wer wohnt hier sonst noch? There are only 4 students in this dorm. Bisschen groß das Gebäude für nur 4 Leute, oder? You, Takeba-kun here, Kirijo-kun, and a third year named Akihiko Sanada-kun. Okay. Bei dem habe ich ja ans Zimmer geklopft. I hope you all get along. Do you have another question? Ja, komm, wir hauen's mal raus. You saw something strange? Like what? Särge, Blut, creepy Sachen, Stromausfall. You were probably just tired. I wouldn't worry about it. Okay, vielleicht weiß der Ikutsuki nichts drüber, aber Takeba weiß etwas. Irgendwas stimmt nicht. Ja, das Gefühl habe ich auch. Irgendwas ist hier nicht richtig. Any other questions? Nö, danke. Excellent. Here's to a wonderful school year. Ja, hervorragend. Sie haben keine weiteren Fragen mehr. Now, if you'll excuse me. Well, excuse. I'm sure you're worn out from all these formalities. You may want to consider going to bed early. Warum wollen mich alle früh ins Bett schicken? Ich glaube, das ist nicht nur Fürsorge, sondern irgendwie verheimlichen die was. As they say, the early bird catches the bookworm. Ja, 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 ja. Get it? Bookworm? Because you're students? Oh Gott. Dead jokes. Schlimm. Clever, isn't it? Total. Ich schmeiß mich weg. Komm, Yukari. Red. You'll get used to his lame jokes. Ich weiß nicht. Back to my room too. Like the chairman said, you should get some rest. Transferring schools is a real pain when you're not used to it. Good night. Ich sollte mich wirklich in meinem Zimmer ausruhen. Hello there. Alter, was? Moment, was? Das... Oh, okay. Bin ich das da im Bett? So, how's he doing? He went to bed a little while ago. He's currently fast asleep. Mr. Chairman, do you think he's... Well, let's wait and see for now. Ach, come on, Leute. Sagt mir doch einfach, was los ist. The dark hour is approaching. Was?
Come on, what do you say? I can't leave a pretty girl standing around in the cold like this. What do you think, Mayumi? I mean, I'm cool with it, but if my parents found out... They don't need to know. Just drop them a text. It'll be fine. Yeah. Okay, let's do it. This sucks. I'm serious! I was scared shitless! Right. Nice story, though. That was the Bayside Rockers, brought to you by KJ. Yeah, whatever. And that's all for tonight, folks. Tune in again next week, same time, same place. The program you just heard is sponsored by Kirijo Electronics, bringing the future to you. Kirijo Electronics? Okay. The time is now 12 a.m. Okay. What the? Oh. What's happening to me? Oh no. Was zum Teufel? Was? He's still sleeping. The dark hour occurs every day at 12 midnight. You could say it's the hidden hour. During this time, an ordinary person transmogrifies into a coffin and is oblivious to all that occurs. Alle gewöhnlichen Menschen in Särge? Warum? Then he must be... As you can see, he's retained his human form. Hä? He may be asleep, but he's definitely experiencing the dark hour. The only question that remains is whether or not he has the potential. Für was? Though, come to think of it, he must. If he didn't, they would have preyed on him by now. Ist nur minimal creepy gerade. Scary. In any case, we should continue to monitor him for a few more days. Und dann? Yes, sir. I feel kind of bad, though, spying on him like this. Na, wenigstens eine. Ich habe es mir fast gedacht. Welcome to the Velvet Room. Hallo. Mega, mega gut inszeniert. Ohne andere Persona-Spiele zu spoilern, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wann wir den Velvet Room erreichen. Und das ist jetzt mega geil inszeniert. Es sieht aus wie ein Fahrstuhl. So kannte ich das bisher jetzt auch noch nicht. Ich würde sagen, bevor der Part hier einfach viel zu lange wird und zu viele Informationen auf einmal reinbashen, würde ich einfach sagen, machen wir hier einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns das nächste Mal im Velvet Room wieder. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.